Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Leben quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der Länge. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Sanitäter Fresh Up. Thema dieser Folge ist Heilen durch Handauflegen. Und bevor ich jetzt Sorgen machen müsst, dass wir unter die Quacksalber und Schwurbler gehen, nein. Wir wollen heute so ein bisschen thematisieren, dass man in vielen, vielen Fällen mit einfachsten Maßnahmen, ohne Geräte, ohne Medizin, ohne große Interventionen oder dergleichen, den Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten tatsächlich verbessern kann und möchten damit nochmal so ein bisschen auf die Basismaßnahmen hinweisen, auf die einfachsten Maßnahmen, die wir ergreifen können, die zeitgleich, dadurch, dass sie eben nicht kompliziert sind, schnell und effektiv und effizient verwendet werden können. Und da bietet sich uns eigentlich ein großes Feld an einfachsten Dingen, die wir tun können, ohne Geräte auszupacken. Ja, das breiteste vermutlich und auch vielleicht euch geläufigste, an das ihr bereits gedacht haben werdet, sind sicherlich so die Lagerungsarten. Ne? Da gibt es quasi zu jedem Buchstaben mindestens eine, meistens mehrere Lagerungen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Zum Beispiel Gefahr der verlegten Atemwege, ne, durch Erbrochenes bei einem Bewusstlosen, stabile Seitenlage. Ja. Ihr habt jemanden, der kriegt schlecht Luft, der ist richtig am Kämpfen und wird zunehmend blau. Ja? Kutschersitz, ja, dieses nach vorne gebeugte Aufstützen, um irgendwie die Atemhilfsmuskulatur zu verwenden. Ja? Ihr habt jemanden, der ist im Schock, ja? Der hat erbrochen, der ist am, der hat Magen-Darm seit Tagen, ja? Da ist jetzt keine Flüssigkeit mehr übrig, Beine hoch, ja? Schocklage. Das ist übrigens besonders eindrücklich, finde ich immer, das Blut fließt zurück und wirklich in kürzester Zeit verbessert sich der Blutdruck des Patienten deutlich, dem geht es auch gleich viel besser, wenn man da so eine schöne Schocklage herstellt. Ja? Dann neurologisch, Stehprobleme. Ja? Wir haben einen Schlaganfall, vielleicht sogar eine Hirnblutung. Ja? Oberkörperhochlage, soweit der Patient noch bei Bewusstsein ist. Ja? Dass schön das Blut hier rausfließen kann, damit der Druck im Kopf nicht so stark ansteigt und die Symptome sich nicht so deutlich verschlechtern. Also da gibt's wirklich, und das ist ja nur ein Auszug, eine schöne Bandbreite von Dingen, die wirklich auch messbar, also die werden auch im Krankenhaus, auf der Intensivstation zum Beispiel angewandt, insbesondere sowas wie zum Beispiel Oberkörperhochlage, um die Patienten zu entlasten, ja, und um denen medizinisch tatsächlich zu helfen. Ja, und das sind halt Dinge, es geht innerhalb von wenigen Sekunden, nehmen wir Patienten mit dem Herzinfarkt zum Beispiel. Wir kommen an, wir stellen das fest, Oberkörper hoch, zack, erster Schritt zur Genesung des Patienten, damit schon erfolgt und können dieses Beispiel auch gleich weiterführen. Wovon Patienten unheimlich profitieren ohne Geräte, ist Beruhigung und Betreuung, also einfach für Patienten da zu sein. Das ist schon die größte Hilfe, die wir leisten können, weil wir in vielen, vielen Fällen unheimlich viel Leid lindern und auch die Symptomatik verbessern, indem wir da sind und beruhigend auf die Menschen einwirken. Jetzt zum Beispiel beim Herzinfarkt ist es ja so, dass durch die Dinge, die da am Herzen passieren, das Herz nicht die Menge an Sauerstoff kriegt, die es braucht. Und durch Beruhigen von Patienten schaffen wir es eben, diesen Bedarf zu senken, indem wir versuchen, darauf einzuwirken, dass eben Blutdruck und Puls runtergehen, dass das Herz nicht mehr so beansprucht ist. Es klingt also völlig banal, aber allein schon dadurch, dass wir da sind, schaffen wir es, so einen Herzinfarkt weniger schlimm zu machen. Oder dann beispielsweise bei Hyperventilation Menschen aus dieser Hyperventilation rauszureden und ihnen zu zeigen, wir sind da, beruhig dich, wir helfen, es wird besser. Ja, und können damit also wirklich messbare, ich kann das immer wieder betonen, messbare Dinge, das ist keine Quacksalberei, das sind messbare Dinge. Ja. Gibt ja noch viel mehr Beispiele. Ne? Ihr werdet vielleicht an die Lippenbremse gedacht haben bei Leuten, die gerade einen akuten Asthmaanfall haben oder eine exazerbierte COPD oder irgendwie sowas, also schlecht Luft kriegen, da irgendwie ersticken. Berühmt, berüchtigt, auch gerade aus der ersten Hilfe, sind so diese Rückenklopfer, wenn jemand was verschluckt hat oder wenn es noch weitergeht, gerade bei Erwachsenen, dieses Heimlich-Manöver, ne? Sich jemanden hinter jemanden stellen und hier den machen. Ja? Hochlagerung, Tieflagerung von Extremitäten, wenn die verletzt sind, wenn da irgendwie eine Vene verschlossen ist, ne? Wenn da eine Arterie verschlossen ist. Also da gibt es unzählige Beispiele von Dingen, auch echten, lebensgefährlichen Notfällen, bei denen wir sowas anwenden können im täglichen Gebrauch. Ja, und tatsächlich, um das so ein bisschen zu unterstreichen, möchte ich eine kleine Anekdote aus meinem beruflichen Alltag schildern. Ich hatte vor einiger Zeit eine Patientin, die aus dem Nichts heraus plötzlich Kreislaufbeschwerden entwickelt hat und es stellte sich dann eben im Rahmen unserer
zügigen Untersuchung dieser Patientin heraus, dass das Kernproblem war, dass sie eine Herzfrequenz von mittlerweile 230 Schlägen die Minute hatte, was eben dann zu ihren umfassenden Kreislaufbeschwerden geführt hat. Ihr könnt es euch vorstellen, wenn das Herz mit ungefähr 230 Schlägen pro Minute versucht zu schlagen, kann kein anständiger Druck mehr aufgebaut werden. Das heißt, sie war nicht mehr in der Lage zu stehen. Sie lag am Boden, ihr war schwindelig, ihr war sauelend und sie hat auch schon angefangen, Brustschmerzen zu kriegen. Also tatsächlich eine akut lebensbedrohliche Situation, die man gewöhnlicherweise auch ziemlich radikal behandelt. Ja, also das hält kein Herz auf Dauer durch, das muss man relativ zügig durchbrechen. Was man klassisch macht, ist, wenn das wirklich kritisch ist in dem Moment, das scheint es ja gewesen zu sein, man klebt die beiden Defibrillationselektroden auf, man führt eine Kurznarkose letzten Endes durch, wenn der Mensch nicht schon von alleine das Bewusstsein verloren hat, und brezelt einmal Strom drüber. Nicht ganz wie beim Defibrillieren, technisch ein bisschen anders, aber am Ende des Tages ist es dem doch sehr, sehr ähnlich, muss man sagen. Also schießt einmal Strom durch den Körper und hofft, dass es danach wieder besser wird. Ja, also hochinvasiv, kurze Narkose mit dabei, wirklich ein Notfalleingriff, kritisch. Ja. Oder alternativ dazu, und deswegen sind wir heute beim Thema Heilen durch Handauflegen. Es gibt etwas, das nennt sich modifiziertes Valsalva-Manöver, das auf verschiedene physiologische Mechanismen im Körper zurückgreift. Letzten Endes geht es dabei darum, einmal gegen Widerstand auszuatmen, also so ein bisschen, was wir gerne nutzen, ist so eine Zehnerspritze zu nehmen und den Patienten zu sagen, sie mögen jetzt einmal bei dieser Zehnerspritze diesen Stempel rauspusten, was tatsächlich praktisch so gut wie unmöglich ist. Es geht nur darum, dass die eben diesen Ausatemdruck aufbauen. Und zeitgleich hebt man in dem Moment, wo die Patienten das machen, einmal die Beine aus der Flachlagerung hoch und sorgt so für so einen spontanen, massiven Rückfluss von Blut in Richtung Herz. Das haben wir dann bei dieser Patientin tatsächlich gemacht, also geht auch viel, viel schneller als Zugang legen, Kurznarkose, Pedis aufkleben und brezeln wollen. Wenige Sekunden dieses Manöver durchgeführt und daraufhin ist tatsächlich der Rhythmus der Patientin umgeschlagen und wir haben es geschafft, von 230 Schlägen die Minute zurück auf 90 zu kommen und auch dafür zu sorgen, dass es eben der Patientin subjektiv um ein Vielfaches besser ging. Und das soll einfach nochmal zeigen, dass es unheimlich viele, unheimlich einfache Maßnahmen gibt, die wir ergreifen können, um eben den Zustand der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Und es muss nicht immer gleich das modifizierte Manöver nach Valsalva sein. Ja, aber es geht auch. Ja. Ja, vielleicht motiviert euch das ja nochmal so ein bisschen, sich Gedanken zu machen, was ihr noch so für Handauflegen-Manöver kennt. Lasst uns gerne noch welche da, uns fallen bestimmt noch ein oder zwei im Verlauf ein. Bis dahin, abonniert uns, drückt unbedingt auf die Glocke und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!